Raum, den ich mit eigenem Schweiß und Blut vor Monaten erbaut habe. Der hätte eigentlich in 5 Tagen fertig sein sollen, wurde mir zumindest gesagt. Mittlerweile sind es 8 Monate. Zumindest habe ich mittlerweile eine Tür. Ist alles halb so wild. Wilder ist eher, dass ich schon wieder umziehe. Nicht aus der kompletten Wohnung, aber zumindest mein Büro zieht um in ein Büro. So richtig mit anderen Leuten und so. Social Anxiety. Also packen wir die Scheiße hier drin wieder zusammen. Ja, ja, ich pack alles, Kabel und so ein Schmarres. Doch mein Leben, das pack ich nicht. Pack nur ein Bildschirm, damit er nicht zerbricht. Ich packe wenig, denn so viel Kram hab ich eh nicht. Die ganze Technik, ich bin doch nur am Chillen. Meine Videos müssten aussehen wie ein Kinofilm. Ich packe meine lieben Sachen. Auto, Auto, Tesla-Mann, guck mir zu beim Rückwärtsfahren. Mein Gott, da passt ja alles rein. Kann nicht alles im Leben so einfach sein, yeah. La 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 la. Allgemein neben der Struktur geht es halt, glaube ich, auch darum, dass ich seit einigen Monaten mit Markus zusammen wohne. Monate? Jahre? Vielleicht Jahre. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass man so ein bisschen den Arbeitsbereich vom Wohnbereich so gut trennt wie möglich, weil ich brauche ein bisschen mehr Raum, um mich zu entfalten. Und dafür ist so ein Büro, glaube ich, ganz gut, um sich auch kreativ richtig austoben zu können. Mal gucken, was es bringt. Ich habe auf jeden Fall alles beladen und ich muss jetzt erstmal zum Gesangsunterricht fahren. Ups, ich bin schon spät dran natürlich. Fuck! Ist natürlich mal wieder Planung Next Level, aber danach geht's direkt ins Büro. Hallo! Yeah! Ich habe mir noch einen Snack geholt, natürlich. Snacky Time. Und jetzt würde ich euch gerne das Büro zeigen. Ja, das ist mein Zimmerchen. Ich wollte schon sagen, kleines Zimmerchen, aber kein Zimmer kann kleiner sein als das Zimmer, in dem ich bis eben war. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich ein Shirt anhabe, das aussieht, als wäre es von einem Umzugsunternehmen, aber ist es nicht. Offensichtlich gibt es noch einiges rüberzubringen, aber ich habe den ganzen Inhalt meines Büros schon mal hergebracht. Das ist es. Fehlen aber noch die Möbel, das heißt der Schreibtisch und zumindest ein Schränkchen. Schon ein bisschen emotional. All die Dinge, die ich erlebt habe in den letzten 8 Monaten. Wir sind ja schon mal am Badschränke aufbauen und am meisten hilft natürlich der Dobby mit, wie immer. Die Bauarbeiter haben uns verlassen. Wie es immer ist. Ihr müsst euch vorstellen, eigentlich sollte heute alles stehen. Der Müll hätte entfernt worden zu sein, scheint. Und jetzt. Was ist los? Machst du jetzt Show oder was? Es ist immer das Gleiche. Es ist ja immer so. Es ist ja immer so, man wird nie rechtzeitig fertig, aber. Scheiße, das kann man auch stolz drauf sein. Das haben wir gerade aufgebaut. Schön. Sorgfältig eingepackt. Vor allem, das ist mir hier schon mal passiert, ey. Und jetzt sind einfach beide im Sack. Oh, fuck. Ja, geil. Erstmal Business machen hier. Geiles Business. Broke Business. Ey, Hammer. Das sieht ja so noch viel besser aus. Super.
Das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Dazu nächste Woche mehr. Ich habe hier nämlich schon gedreht. Meinen Schreibtisch habe ich doch an die Fenster gestellt und dieses Ding absolut schief angebracht. Aber man sieht jetzt zum Glück auch nicht mehr unbedingt, dass es schief ist, Gott sei Dank. Oui. Ich habe sogar ein kurzes Instagram-Bild gepostet, ein schnelles. Und die Reaktionen waren überraschenderweise für mich ziemlich durchwachsen. Und ich bin sehr verwirrt. Sogar Vanessa war geschockt. Viele dachten halt, ich wäre schon wieder umgezogen. Und ich möchte diese Situation mal nutzen, um was anzusprechen. Es gibt super viele Leute da draußen, die ihre Lebenssituation mit meiner vergleichen. Und dann sowas sagen wie, ich bin Mutter von 3 Kindern. Und eigentlich müsste ich ja umziehen, nicht du, und so ähnliche Sachen. Und es mir dann quasi negativ auslegen. Wirklich, bitte, wenn ich euch eins mitgeben kann, hört auf, euch zu vergleichen. Wir sind in einer komplett anderen Lage wahrscheinlich. Die meisten da draußen wissen auch nicht, was bei mir im Hintergrund abgeht, selbst wenn ich nochmal umgezogen wäre. Ich bin nicht verantwortlich dafür, wie zufrieden andere mit ihrem Leben sind. Ich bin mir sehr bewusst darüber, was für ein glückliches Leben ich fühle. Aber ich will mir auch nicht von Fremden vorschreiben lassen, wie dankbar ich für was zu sein habe oder was ich zu fühlen oder zu sagen habe. Wenn wir dieses Prinzip, aber Person XY geht's schlechter, immer weitermachen und immer weiter runterbrechen, also auf welcher Basis landen wir dann, wo wir alle in Frieden leben können. Wisst ihr, was ich meine? Und trotzdem bin ich sehr dankbar für eure Unterstützung. Und ich merke auch, dass die meisten sich einfach für mich mitfreuen und es miterleben wollen hier. Einfach happy mit mir sind so. Und mehr möchte ich auch gar nicht. Deswegen vielen Dank auch für die ganzen lieben und unterstützenden Kommentare. Ich gehe jetzt Plissés aufhängen und damit hat sich die ganze Sache auch schon erledigt. Vielleicht kann ich dann nochmal so eine Roomtour machen, wenn mein Büro fertig ist oder das Büro allgemein fertig ist. Ich habe jetzt noch ein paar bunte Dinge bestellt. Komm gerne in meinen Discord-Server rein. Da gibt es so eine Raumdesign-Section. Das heißt, falls ihr ein bisschen mitgestalten wollt, diesen Raum, kommt da gerne rein. Auch für alles andere, für den Community-Gedanken. Wir werden da echt immer mehr und wir haben echt eine tolle Zeit auf diesem Server. In so einem Topf werdet ihr mich auch wahrscheinlich jetzt wieder lange nicht mehr sehen, okay? Das ist wirklich, das kommt einmal in 100 Jahren vorgefühlt. Weil ich so ein Birnengesicht habe. Hier kommt ein langes Regal hin, hier kommt ein Sessel hin. Und ich brauche auf jeden Fall eine Pflanze, die dieses Kabeldrama versteckt. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich wünsche euch was.